Er hat daraufhin auch plötzlich seine Freunde und Familie herbeigerufen und ihnen angekündigt, dass sie jetzt heiraten werden. Hey und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Tinder bzw. Dating Community Stories, dem Format, in dem ich eure Dating-Geschichten erzähle. Ich bin, wie man vielleicht hört, leider immer noch ziemlich verkühlt, aber bis auf ein bisschen Schnupfen und Husten und eben noch immer so ein bisschen verstopfte Nebenhöhlen geht es mir Gott sei Dank relativ gut. Ich hoffe, es stört euch nicht allzu sehr, aber ich kann es leider nicht noch weiter hinauszögern, das Video zu drehen, sonst gibt es heute am Samstag leider keines. Und das wollte ich euch ersparen, deswegen ja, müsst ihr leider ein bisschen mit meiner verstopften Nase zurechtkommen. Wenn ihr noch die eine oder andere Geschichte für mich habt, sei es sehr lustig oder mega cringe oder irgendwie vielleicht auch ein bisschen creepy, dann schreibt mir die Geschichten sehr, sehr gerne, entweder über Instagram direkt, da heiße ich genauso wie auf YouTube Fiesefie. Ihr könnt mir gerne unter dem Video einen Kommentar hinterlassen oder gerade bei längeren oder mehreren Geschichten, schreibt mir doch sehr gerne ein E-Mail an die unten angegebene Mailadresse und dann hätte ich gesagt, starten wir schon mit der ersten Geschichte für heute. Das ist eine der vielen Weihnachtsgeschichten, die ich leider im Dezember nicht vollständig unterbringen konnte, aber ich dachte mir, bei den derzeitigen Temperaturen und dem Schnee, der ab und zu kommt, passt es eigentlich auch ganz gut. Und zwar hat mir das Mädel erzählt, dass sie mit ihrem Date am Weihnachtsmarkt Crepe essen war. Er hat sie eingeladen und das Crepe per se war auch sehr gut, allerdings sind die Gespräche nicht so gut gelaufen wie erhofft, wie es nun mal einfach so ist, wenn man sich dann im richtigen Leben trifft und es online eigentlich sehr gut funktioniert hat, aber man einfach so im Laufe des Dates merkt, irgendwie, ja, versteht man sich wohl doch auf einer persönlichen Ebene jetzt nicht so gut. An sich hätte sie es jetzt auch nicht zwingend als schlechtes Date tituliert, bis zu dem Moment, wo er sie mit nach Hause nehmen wollte und sie das dankend abgelehnt hat, da es nun mal für sie ein No-Go ist, beim ersten Date mit jemandem nach Hause zu gehen. Das fand er allerdings gar nicht cool, woraufhin er ihr schon beinahe im Befehlston gesagt hat, dann möge sie doch jetzt nochmal für die beiden Crepe kaufen gehen. War eine ziemlich weirde Situation und da er das eben so komisch gesagt hat, wusste sie nicht ganz, was sie damit anfangen soll. Hat aber trotzdem mal gute Miene zum bösen Spiel gemacht, hat, da er sie auch erst eingeladen hatte, dann die beiden Crepe bezahlt und ist dann wieder zurückgekommen. Natürlich hat sie sich gedacht, er hätte es auch ein bisschen netter sagen können, aber im Endeffekt ja, war es ihr dann egal. Sie hat ihm das Crepe geholt und ihm dann auf einem dieser Tische, die es eben bei den Weihnachtsmärkten gibt, hingestellt. Und jetzt gibt es drei Szenarien, was er damit hätte machen können. Erstens, das Crepe essen, sich vielleicht bedanken und sich freuen, dass er ein Crepe hat. Zweitens, das Crepe runterwerfen und sich fürchterlich ärgern. Oder drittens, er ist zu einem anderen Mädel hingegangen, hat ihr das Crepe unter die Nase gehalten und ihr gesagt, dass sie so hübsch wäre und dass sie sie deshalb gerne auf ein Crepe einladen möchte. Ich weiß nicht, wofür ihr euch entschieden habt, aber es war Version Nummer 3. Damit hatte sie natürlich überhaupt nicht gerechnet und war ziemlich perplex im ersten Moment. Das Mädel, dem er das Crepe angeboten hatte, war etwas irritiert, aber hat dann doch auch recht geschmeichelt reagiert, aber gemeint, dass sie sich bedankt, allerdings mit ihrem Freund vor Ort ist, weshalb sie nicht eingeladen werden möchte. Und da diese eben abgelehnt hatte, hat sie dann ihre Chance ergriffen, also das Mädel, das das Date mit ihm hatte, und ist hingegangen und hat ihn gefragt, was das eigentlich genau sollte. Woraufhin seine Reaktion war, dass sie ja selber schuld ist, denn es gibt ja noch genug andere Frauen, die dankbar sind, dass er sie zum Essen einlädt. Also wie jetzt? Das heißt, sie soll dankbar sein und deswegen automatisch mit ihm schlafen. Na, herzlichen Glückwunsch. Das ist aber ein Tauschhandel, der vorher nicht abgesprochen war. Sie hat sich dann ziemlich fassungslos von ihm verabschiedet und ihm noch viel Glück gewünscht, dass ihm doch dieses Crepe eine Frau ins Bett beschert. Und ja, hat sich einfach nur gefragt, was das für eine bescheuerte Aktion war. Weil, wie gesagt, welche Frau findet es anziehend, wenn sie für eine Crepe-Einladung automatisch quasi ins Bett gebucht wird? Da fragt man sich doch auch einfach nur, in welchem Jahrhundert der Mann lebt, dass er davon wirklich ausgeht, dass das ein automatischer Tauschhandel ist. Also ja, ein bisschen lächerlich das Ganze. Gott sei Dank hat sie sich nicht darauf eingelassen und es wird definitiv noch andere Männer geben, die vielleicht nicht automatisch von sowas ausgehen und ja, ich bin gespannt, ob er denn tatsächlich irgendeine gefunden hat, die sich auf diesen bescheuerten Deal einlässt. In der nächsten Geschichte hat ein Mädel erzählt, dass sie
in ihren Augen weniger ein Date, mehr ein Audienzgespräch beziehungsweise fast schon ein Bewerbungsgespräch mit einem Typen hatte, der über nichts weiter reden konnte als über seinen Job. Der gute Mann war nämlich anscheinend irgendwie Top-Manager in irgendeiner hohen Position und hat es nicht lassen können, ihr seine gefühlte Lebensgeschichte, allerdings auch nur auf den Job bezogen, zu erzählen. Er hat während des gesamten Abendessens, das sie miteinander verbracht haben, ihr keine einzige Gegenfrage gestellt, sondern hat eigentlich im Endeffekt nur einen Monolog über sich und sein Leben gehalten, hat ihr dabei nicht mal in die Augen geschaut und im Endeffekt hatte sie die ganze Zeit das Gefühl, dass er ein wenig so wirkt, als hätte er einen Monolog vorbereitet, um bei einem Bewerbungsgespräch zu brillieren, was auch immer er ihr da genau verkaufen wollte, weil er hatte ja eigentlich so einen tollen Job. Aber vielleicht hat er das auch berufsbedingt immer so durchgezogen, weshalb er dachte, dass das bei Beziehungen dann genauso läuft, wie wenn man sich auf einen Job bewirbt, dass man sich quasi auch auf eine potenzielle Beziehung bewirbt. Sie hat immer wieder versucht, irgendwie selbst ein Thema anzuschneiden, aber so ganz gewähren lassen hat er sie nicht. Er hat sich auch für nichts interessiert und de facto wusste er am Ende des Gesprächs auch nichts über sie, zumindest nicht mehr, als sie in ihrer Tinder-Bio stehen hatte. Dafür kannte sie dann im Endeffekt sein gesamtes Leben, allerdings die eher langweiligen beruflichen Parts davon. Dementsprechend war sie nicht sonderlich interessiert daran, ihn ein zweites Mal zu sehen. Was er allerdings anders gesehen hat, da er sie nochmal gefragt hat, ob sie sich nicht treffen wollen und sie ihm dann freundlich, aber bestimmt erklärt hat, dass sie da absolut keine Lust drauf hat. Und dass er vielleicht das nächste Mal, wenn er sich mit einer Frau verabredet, eher auf die persönliche Ebene gehen sollte und weniger, als würde er sich für den nächsten Traumjob bewerben. Uff, ja, verstehe ich, dass das schwierig sein kann. Ich stelle mir das auch unlustig vor, wenn man sich mit jemandem trifft, der erstens nur über sich selbst reden kann und zweitens dann noch nicht mal eben über persönliche Dinge oder irgendwas, was man interessant finden könnte, sondern einfach nur stur irgendeinen Job beschreibt, mit dem man selber vielleicht potenziell überhaupt nichts anfangen kann und der einen Nüsse interessiert und was da der genaue Lebensweg war, beziehungsweise eher Berufsweg. Dementsprechend, ja, manche sind halt auch einfach mit ihrem Beruf verheiratet. Gibt es auch, aber dann müssen sie vielleicht jemanden finden, dem es ähnlich geht oder vielleicht der zumindest in derselben Berufssparte arbeitet, dass man sich darüber austauschen kann, weil so fürchte ich funktioniert das auf die Dauer leider eher nicht. Und in der letzten Geschichte für heute hat mir ein Mädel erzählt, dass sie früher ziemlich viel auf Tinder unterwegs war, teilweise sogar wirklich Tag und Nacht. Aber bei dieser einen speziellen Geschichte war alles irgendwie ein bisschen anders als sonst. Sie ist wie immer herumgeswiped und hat dann einen Typen gesehen, den sie unfassbar toll fand. Sie hat ihm direkt einen Wisch nach rechts gegeben und dann gewartet, ob er das Match auch erwidert. Irgendwie war sie die ganze Zeit über richtig nervös und hat schnell geatmet und war irgendwie ja ein bisschen angespannter als sonst, wenn sie darauf wartet. Und tatsächlich hat er sie zurückgematcht. Da es allerdings schon relativ spät war, ist sie dann schlafen gegangen, bevor sie eine Konversation mit ihm angefangen hat. Sie hat dann angefangen zu träumen und das ziemlich wild, denn sie hat geträumt, dass er sie anruft und fragt, wo sie denn wäre. Sie hat dann gemeint, sie ist zu Hause und er ist daraufhin bei ihr vorbeigekommen und als sie sich gesehen haben, haben sie auch angefangen, sich sehr leidenschaftlich zu küssen. Sie war total positiv überrascht. Und er hat daraufhin auch plötzlich seine Freunde und Familie herbeigerufen und ihnen angekündigt, dass sie jetzt heiraten werden. Sie war von dieser Reaktion in ihrem Traum so überwältigt, dass es sie glatt umgehauen hat und sie bewusstlos am Boden lag. Wie sie da eben so lag, hat sie ihnen allerdings sagen gehört, dass er sie nicht reanimieren möchte, weil er froh ist, dass sie jetzt tot ist und er sie doch nicht heiraten muss, weil er sie nämlich eigentlich gar nicht so toll findet. Daraufhin ist sie natürlich voller Panik und ziemlich geschockt aufgewacht, hat allerdings realisiert, dass das Ganze nur ein Traum war und ist dann wieder schlafen gegangen. Am nächsten Tag ist sie dann wiederum aufgewacht und hat gesehen, dass ihr Match ihr eine Nachricht hinterlassen hatte. Sie musste an dem Tag auf die Uni und hat ihm dann während der Vorlesung geschrieben und er hat sie gefragt, wo sie denn gerade ist und sie hat geantwortet, auf der Uni und da er ebenfalls auf die Uni musste, hat er vorgeschlagen, dass sie sich dort doch treffen könnten. Nach der Vorlesung ist er dann auch schon im Hörsaal gestanden und sie war total überwältigt und er hat sie auch direkt innig umarmt, sodass sie
gar nicht wirklich reagieren konnte im ersten Moment, weil sie so positiv überrascht war. Neben ihm stand auch noch ein Studienkollege, dem er sie direkt vorgestellt hat, und dann hat auch noch ein anderer Studienkollege angerufen und gefragt, wo er ist, den er dann auch noch in den Hörsaal zitiert hat. Sie sind dann zu viert in diesem Hörsaal gestanden und sie war leider so nervös wie schon lange nicht mehr, sodass ihr schwindelig und tatsächlich dann leider auch schwarz vor Augen geworden ist, sodass sie umgekippt ist. Ihr Date hat sie dann aufgefangen und sie war irgendwie viel zu schwummrig, um großartig zu reagieren. Er hat sie dann auf den Boden gelegt und zu seinen Studienkollegen gemeint, dass das mit dem Date dann wohl doch nichts wird. Er es aber nicht so schade findet. Er dachte wohl, sie hört es nicht, allerdings war ihr einfach zu schwindelig, schwummrig und vor allem übel, um zu reagieren. Der eine Studienkollege hat ihr dann auch ein Glas Wasser gebracht und sie aufgesetzt, sodass sie sich ein bisschen erholen konnte, und ihr potenzielles Date hat dann gemeint, dass sie das mit dem Date wohl besser lassen und sie sich stattdessen ein wenig erholen soll. Somit gab es dann tatsächlich kein Date und nachdem es ihr dann etwas besser ging, ist sie nach Hause gefahren. Ziemlich creepy, aber vielleicht ist euch aufgefallen, dass das so ziemlich das Szenario war, was sie die Nacht davor geträumt hatte, wenn auch in ihrem Traum eine etwas übertriebenere Version. Aber so von den Keypoints würde ich mal sagen, war es ziemlich genau der Ablauf. Das hat sie eben auch realisiert und hat das auch ihren Freundinnen erzählt und die fanden das auch alle ein bisschen gruselig, was sie da vorhergesehen hat, quasi als Szenario. Im Übrigen hat ihr Match dann auch nicht gefragt, wie es ihr geht am Abend oder sonst irgendwas, ob sie sich schon erholt hat. Also er dürfte wirklich leider nicht sonderlich interessiert an ihr gewesen sein. Aber gut, dann hat er sie auch im Endeffekt nicht verdient. Ich bin ja persönlich jemand, der jetzt nicht zwingend an irgendwas Übernatürliches glaubt, aber in solchen Situationen überdenke ich diese Denkweise dann doch immer ein wenig, weil es sind einfach doch zu viele Parallelen, als dass, ja, da wirklich gar nichts gewesen sein könnte. Aber wer weiß schon, was es alles zwischen Himmel und Erde gibt. Von dem her hast du auf jeden Fall vorhergesehen, dass es mit dem Typen leider doch nichts wird, auch wenn du dich so sehr darauf gefreut hättest. Aber manchmal sollen Dinge einfach nicht sein. Und deswegen hoffen wir einfach, dass es mit dem nächsten ein bisschen besser klappt. Wenn du keine Vorahnung vor dem nächsten Date hast, dann stehen die Chancen vielleicht auch relativ gut. Wer weiß das schon. Und ja, damit hätte ich gesagt, beenden wir diese Story für heute. Ich hoffe natürlich sehr, dass euch das Video gefallen hat. Wenn das der Fall war, dann freue ich mich sehr, wenn ihr meinem Kanal ein Abo dalasst, auch die kleine Glocke aktiviert, damit ihr keines meiner Videos mehr verpasst und dem Video auch gerne einen Daumen nach oben hinterlasst. Das hilft mir und dem Algorithmus wirklich sehr. Und ja, dann verlinke ich euch noch zwei meiner letzten Videos, sowie meinen Kanal und auch meinen Gaming-Kanal, falls ihr dort noch nicht vorbeigeschaut habt. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüssi!